Die sagenumwobene Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Kommt sie? Wann kommt sie? Wie schnell ist sie? Wenn sie denn überhaupt kommt? Das alles erfahrt ihr im heutigen Video. Und nein, das ist natürlich eine RTX 3070. Hallo Freunde der geheimnisvollen Grafikkarten und willkommen zu einem weiteren Video und damit auch einer neuen Kategorie auf meinem Kanal, nämlich ein Vorschauvideo auf neue Grafikkarten. Und damit werde ich auch in Zukunft, halt bevor entsprechende Grafikkarten erscheinen, das dazu passende Video präsentieren. Und heute geht es, schwer zu raten, um die Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Und eins muss und möchte ich natürlich klarstellen, zum Zeitpunkt des Releases dieses Videos sind ausnahmslos alle Infos keine offiziellen Daten. Denn alles, was Nvidia selbst bisher zur RTX 4070 Ti hat verlauten lassen, ist das hier. Richtig, nämlich absolut gar nichts. Wobei so 100% richtig ist das dann nämlich doch nicht, da ja jetzt mal die Vorgeschichte. Dann fangen wir mal ganz von vorne an. Denn am 20. September 2022 präsentierte Nvidia in seiner GTC Keynote die ersten RTX 4000 Grafikkarten. Die RTX 4090 als Flaggschiff und die beiden RTX 4080 Karten. Jawohl, zwei RTX 4080 Karten. Nämlich zum einen diese hier, also die vollwertige RTX 4080, die aber immerhin knapp 40% langsamer ist als eine 4090. Und dann gab es noch die RTX 4080 12GB, die entsprechend ihres Namens nur 12 GB Videospeicher besitzt. Aber nicht nur das. Ebenso war als GPU nur der AD104 verbaut und die 104er sind eigentlich prädestiniert für 70er Grafikkarten. Weiterhin war das 192-Bit Speicherinterface eher einer 80er Karte unwürdig. Schon die 256-Bit der echten 4080 hier sind ja alles andere als gewaltig. Aber 192-Bit, das bietet eine RTX 3060, aber doch keine 80er Karte. Die gesamten technischen Daten sprechen daher auch nicht für eine 80er Karte. Denn die Performance der beiden Karten dürfte ja dann doch relativ weit auseinander liegen, zu weit für die gleiche Namensgebung. Allein 26% weniger CUDA-Kerne bedeuten grob halt 26% weniger Leistung. Weiterhin wurde ein Preis von 899 US-Dollar aufgerufen, also viele Gründe für einen kleinen Shitstorm der Nvidia-Fans. Denn das, was hier präsentiert wurde, das ist alles, aber keiner RTX 4080 würdig. Und dann passierte das, womit wohl niemand gerechnet hat. Nvidia hat die RTX 4080 12GB tatsächlich zurückgezogen. Ein bisher wohl einmaliger Vorgang bei Nvidia. Mal ganz ehrlich, nichts gegen Nvidia, aber was sitzen da für Leute, die ernsthaft glaubten, hey, die Karte nennen wir mal RTX 4080. Wird schon niemand merken, dass die technischen Details gar nicht zur Karte passen. Mein kleiner Neffe, der hätte das sicherlich deutlich besser gemacht als Nvidia selbst, aber Nvidia, dazu fällt mir wirklich nur eins ein. Oh Mann. Naja, dann war es aber sehr ruhig um die Karte. Die RTX 4080 und die 4090 erschienen und überzeugten durch ihre Performance und halt leider nicht durch ihren Preis. Mittlerweile hat AMD seine RX 7900er Karten veröffentlicht, die es übrigens besonders der 4080 hier sehr schwer machen. Denn die Preise sind günstiger, aber die 7900 XTX im Schnitt sogar ein bisschen schneller. Aber gegen was soll denn die 7900 XT eigentlich antreten? Und so kamen natürlich schon relativ früh Gerüchte zu einer RTX 4070 Ti auf und die ist, welche Überraschung, nichts anderes als eine umgelabelte 4080 12GB. Anfangs waren es nur Gerüchte, mittlerweile gibt es aber so unfassbar viele Quellen, Leaks und Gerüchte, dass man die 4070 Ti schlicht als Fakt darstellen sollte. Egal, ob Nvidia nun was dazu gesagt hat oder halt nicht. Denn Massen an Fotos von Kartons wurden auch schon geleakt. Erste Benchmarks sind draußen, daher glaubt mir, die 4070 Ti wird kommen. Die Gerüchteküche spricht von einem Release am 5. Januar, was auch sehr gut zur CES Keynote am 3. Januar passt, das ist mittlerweile sogar offiziell. Es ist zwar nicht sicher, aber dort dürften dann nächste Woche neben diversen RTX 4000 Mobile GPUs auch die RTX 4070 Ti präsentiert werden. Also, was haben wir hier denn jetzt eigentlich? Wir haben die technischen Daten, wir haben ein Release-Datum, wohlgemerkt natürlich alles Infos aus der Gerüchteküche und es fehlt ja jetzt eigentlich nur noch der Preis.
Und hier wird es besonders schwierig, denn die 4080 12GB sollte bei uns 1099 Euro kosten. Und das ist schon viel Holz für eine Grafikkarte. Eine 70er-Karte für über 1000 Euro, das ist schier undenkbar. Ich persönlich ging daher von einer Preisreduzierung für die 4070 Ti aus. Und alle Infos deuten daher auf den alten Preis von 899 US-Dollar bzw. 1099 oder 1049 Euro hin. 1049 Euro deshalb, weil der Euro-Kurs mittlerweile wieder deutlich besser aussieht und Nvidia ja auch die 4080 und 4090 leicht im Preis reduziert hat. Daher ist das nun alles, was wir haben, die technischen Daten der 4080 12GB, die ziemlich sicher komplett genau so übernommen werden. Daher ist das auch alles, was wir nun vorliegen haben. Die technischen Daten der 4080 12GB, die übrigens ziemlich sicher komplett so übernommen werden, denn die Grafikkarten waren natürlich zum Teil schon fertig produziert, als Nvidia die 4080 12GB zurücknahm. Und die Karten werden natürlich nicht eingestampft. Das Einzige, was sicherlich gemacht wurde, eine neue BIOS-Version wurde aufgespielt, neue Beschriftung auf der Grafikkarte angebracht und natürlich neue Verkaufskartons wurden produziert. Ansonsten bleibt wohl alles genau gleich. Performance und Preis natürlich auch. Wir haben es hier also in allen Belangen mit der genau gleichen Karte zu tun, nur halt mit anderen Namen. Und besonders wenn der Preis am Ende wirklich bei 899 US-Dollar stehen bleibt, dann hätte sich Nvidia das Ganze doch irgendwie auch sparen können. Achtung, Achtung, Update, es gibt Neuigkeiten. Das Video war schon produziert, da polterte plötzlich eine News rein, die ich natürlich unbedingt noch mit in dieses Video packen musste. Denn laut Gerüchteküche wurde der Preis tatsächlich auf 799 US-Dollar MSRP gesetzt, was dann rein rechnerisch grob 899 Euro UVP entspricht. Den Preis hat Nvidia sicher kurzfristig dann doch noch geändert. Bis zum Release bleibt das aber trotzdem wieder natürlich nur ein Gerücht, das mit hoher Wahrscheinlichkeit aber stimmt. Und 899 Euro sind doch deutlich sympathischer, wenn auch immer noch vielleicht ein bisschen zu teuer. Dann gucken wir uns doch mal die technischen Daten im Verhältnis zum Vorgänger, also der 3070 Ti und der echten RTX 4080 an. Die Daten stammen übrigens neben der Gerüchteküche aus einem öffentlich zugänglichen White Paper von Nvidia zu RTX 4000 Grafikkarten. Die Daten basieren hier auf den Infos zu RTX 4080 12GB. Und zumindest die Daten der 4080 12GB sind damit natürlich auch offiziell. Wie gesagt, kommt die AD104 GPU zum Einsatz. Laut Bezeichnung eine klassische 70er GPU, 7680 CUDA-Kerne kommen zum Einsatz. Das sind knapp 27% weniger als auf einer RTX 4080 und 25% mehr als auf einer 3070 Ti. Wobei wir diese nicht direkt mit der 3070 Ti vergleichen können, da Nvidia hier an der Architektur viel zu viel geändert hat. Das sieht man jetzt auch schon direkt an den Taktraten, die nun massiv gestiegen sind. Bei der 4070 Ti liegen diese mit bis zu 2610 MHz im Boost sogar über der 4080. Und das ist auch der Hauptfaktor für die hohe Performance der RTX 4000 Karten. Der immens hohe Takt und übrigens auch der Cache. Denn auch der L2 Cache wurde massiv in der RTX 4000 Generation erhöht. Die 3070 Ti bot hier magere 4 MB an. Wie süß. Und die 4070 Ti kommt mit 48 MB, also 12 mal mehr daher und das ist schon gewaltig. Auch die Tensor-Kerne, die für DLSS unerlässlich sind, wurden auf eine neue Generation angehoben und auf 240 erhöht. Ebenso die Raytracing-Kerne mit 60 und auch hier kommt die neueste und spürbar schnellere Generation zum Einsatz. Aber natürlich muss die 4070 Ti deutlich gegenüber der 4080 zurückstecken. Mich persönlich am meisten nerven übrigens die nur 12 GB Videospeicher. Nicht nur, dass das für eine Karte dieser Leistungsklasse sehr, sehr knapp bemessen ist, AMD bietet mit der 7900 XT 20 GB an. Nein, auch das schmalere Speicherinterface mit nur 192 Bit sorgt für einen schmaleren Speicherdurchsatz als bei der 3070 Ti, was ja irgendwie ja schon noch ein No-Go ist. Sehr positiv ist aber das minimal geringere Powerlimit der 4070 Ti mit 285 Watt und wir wissen es von der 4090 und 4080, das wird sicherlich nicht mal ansatzweise ausgenutzt werden. Sparsam dürfte die 4070 Ti da ja durchaus werden. 27% weniger Recheneinheiten als eine 4080, mehr Takt und deutlich geringerer Speicherdurchsatz lassen auf 25-30% weniger Leistung bei der 4070 Ti schließen. Und das ist natürlich ein viel zu großer Unterschied für die Namensgebung 4080 bei beiden Karten. Der Preis von 1049 Euro ist natürlich nur geschätzt und natürlich nicht offiziell, dürfte aber in etwa so kommen. Ich persönlich hoffe sehr auf 999 Euro. So oder so ist das Preis-Leistungs-Verhältnis der 4070 Ti zumindest minimal besser als bei der 4080.
denn 25-30% weniger Leistung und ein 33% günstigerer Preis. Grob überschlagen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis aber ja genauso eigentlich. Damit dürften die Zeiten vorbei sein, als die High-End-Grafikkarten noch ein massiv schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis hatten als die kleineren Karten. Und damit steht eins fest, wenn Nvidia beim vierstelligen Preis bleiben sollte, auch die 4070 Ti ist massiv zu teuer. Besonders im Verhältnis zum Vorgänger mit aktuell 649 Euro ist das wirklich ein Schlag ins Gesicht. Denn mittlerweile ist es leider so, dass man nicht zum Preis des Vorgängers deutlich mehr Leistung bekommt. Mittlerweile muss man für die Mehrleistung einfach entsprechend mehr draufzahlen. Also eine 50% höhere Leistung ist durchaus denkbar und damit ein 60% höherer Preis, womit man hier natürlich nicht die Inflation außer Acht lassen sollte. Aber ob es wirklich Leute gibt, die für eine 70er Karte fast 1000 oder vielleicht sogar über 1000 Euro ausgeben, das darf natürlich stark angezweifelt werden. Daher wird es so oder so kommen, die 4070 Ti wird zu teuer sein. Und die 50% mehr Leistung, die können übrigens durchaus passen. Denn erste Benchmarks sagen der 4070 Ti grob an der Leistung im Bereich einer RTX 3090 Ti voraus. Diverse Geekbench sprechen von knapp 45% mehr als bei der 3070 Ti, wobei ich hier so ein bisschen konservativer denke und eher Richtung RTX 3090 denke, also grob 40% mehr Leistung als der Vorgänger RTX 3070 Ti. Laut den diversen Leaks ist es aber so gut wie sicher. Wir bekommen massiv mehr Leistung als bei der 3070 Ti, zu einem natürlich auch massiv höheren Preis. Damit wird die RTX 4070 Ti trotz des ersten technischen Eindrucks eine durchaus extrem performante Grafikkarte werden, die aber wohl der AMD 7900 XT leicht unterliegen dürfte. Zumindest im Rasterizing. Denn im Raytracing hat Nvidia natürlich wie immer seine Hausaufgaben besser gemacht als AMD und liegt weiterhin weit vorne. Das dürfte auch für die 4070 Ti gelten. Daher greifen alle Raytracing-Enthusiasten natürlich mal wieder zu Nvidia und alle anderen zu AMD. Naja, ein Fazit zu einer bisher noch nicht erschienenen Grafikkarte zu fällen, ist sicherlich so ein bisschen unpassend, aber noch nie waren die Hinweise auf eine noch nicht erschienene Grafikkarte so felsenfest wie bei der RTX 4070 Ti. Ja, was fehlen sind aktuell halt natürlich noch objektive Testberichte, die werden dann aber sicherlich innerhalb der nächsten Woche erscheinen. Mein Fazit fällt daher relativ kurz aus. Viel Leistung wird die 4070 Ti ohne Zweifel haben, aber auch mit 12 GB zu wenig Speicher und der Preis von möglicherweise 899 Euro klingt im Vergleich zur AMD nun auch okay. Ja, dieses sehr, sehr schmale Speicherinterface von 192 Bit dürfte aber dem ein oder anderen Titel das Genick brechen. Ich bin sehr sicher, dass sich das hier und da auf jeden Fall bemerkbar machen wird. Daher wird die 4070 Ti von vielen Seiten auch als WQAD-Karte eingeschätzt. Bei diesem Preis und der eigentlich immens hohen Rohleistungen würde ich sie aber eher als UAD-Karte einschätzen. Und AMD? Tja, die haben mit ihren etwas besseren Preisen auch die etwas besseren Grafikkarten. Die 7900 XT dürfte etwas schneller sein als die 4070 Ti. Daher wiederhole ich mich natürlich gerne, wer auf Raytracing steht, sollte sich die 4070 Ti vormerken. Wer nicht, der kann zu 7900 XT greifen. Aber der Release der 7900er Karten hat wieder natürlich eins gezeigt, AMD und Nvidia performen je nach Titel extrem unterschiedlich. Daher sollte man sich auch ganz genau angucken, was man denn eigentlich zocken will. Tja, viel mehr gibt es zu 4070 Ti aktuell noch nicht zu sagen. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen natürlich deutlich mehr dazu erfahren. Lasst mir doch mal jetzt Infos da, wie euch dieses Format hier gefallen hat, auch wenn das Video natürlich erst kurz vor Release der eigentlichen Karte kommt. Ich werde natürlich versuchen, das in Zukunft ein bisschen früher zu veröffentlichen. Und ich sag mal wieder, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann.